Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen. So, ich habe mir jetzt ausgesucht, wir gehen jetzt erstmal den Schatzgräber, den ich vorhin auch bei der Nachtwache gesehen habe, also in der letzten Folge. Mal auf dem Senkel, weil der soll ja hier unten und dann war das doch irgendwo hier. Genau, da steht er doch. Na, was haben wir denn da? Was? Ach, du schon wieder. Und? Schon was Interessantes gefunden? Es sieht in der Tat sehr gut aus. Ich glaube, du solltest die Toten doch lieber ruhen lassen. Du bist wohl heute etwas sentimental, wie? Ich meine es ernst. Schon gut. Ich wollte eh gerade gehen. Ich bin an der Taverne. So. Ich wollte jetzt nicht meine Seele noch weiter opfern. Lass mich einfach in Ruhe. Okay. Also, fette Beute ist jetzt leider abgebrochen, ne? Aber ich wollte meine Seele jetzt auch nicht weiter opfern. Denn wir sind eigentlich ganz, ganz gut dabei, 100 zu erreichen, um wieder vollwertig zu sein. Ich kann ja hier auch noch einmal kurz einen Punkt hier reinsetzen. Taschendiebstahl 100. Ja, aber 90 bräuchte ich da noch drin. Das wird noch ein langer, langer, langer Weg. Na gut. So, ja, übernehmen die Steigerung. Und hier hinten hatte ich jetzt noch des Weiteren, wollte ich jetzt hier oben noch hin. Nochmal wenigstens so ein bisschen umgucken. Also bis hier oben müsste ja alles frei sein. Aber hier waren wir ja noch nicht so und haben uns hier auch noch nicht so wirklich umgeschaut. Oh, Runensteine liegen hier einfach rum. Schattenkrieger erhalten. Ohoho. Das hat sich immer richtig gelohnt. Na gut, dann auf ein neues noch weiter hoch hier. Hallo, Gürteltier. Was haben wir denn hier? Also hier schläft schon mal jemand. Darf ich mich doch mal kurz an den Messern und Co. bedienen? Ah, hier liegt auch noch rohes Fleisch im Fleisch. Dann nehmen wir hier erstmal so aus. Geht ein bisschen schneller. Okay. Zahmes Warzenschwein. Logan, der hier rumliegt. Na, dann lasse ich ihn erstmal kurz liegen. Und kümmere mich erstmal um die Kiste. Fleisch, Wein, Jadestein, Krug und Runenhaut. Oh, hier gibt es so schön viele Runensteine. Na, mal gucken, ob die Magier mich wirklich anders überzeugen können. Ansonsten werde ich wohl wahrscheinlich doch eher Dämonenjäger, alleine wegen den Runen. Ich finde die bis jetzt geiler. Ah, verdammt! Schön leise. Die Gabel nehmen wir mit. Den Käse nehmen wir mit. Ein Büchchen. Noch ein Gäbelchen. Ein Messerchen. Ein Krug. Ein Hammer. Ein Teleportstein. Ein Pokal. Eine Voodoo-Puppe. Noch ein Fusel. Oh, hier war das doch schon wieder schön erholsam. Und hier haben wir noch 17 Gold. Schnaps und schmackhaftes Schinken. Okay. Ah, der Herr erkennt doch bestimmt ein gutes Geschäft, wenn er es sieht. Ich habe hier ein wunderbares Schwein. Wenn das auf dem Teller landet, läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Hast du noch etwas anderes anzubieten? Nur feinste Fleischwaren. Nicht so einen Abfall wie die da unten in der Taverne. Aber hast du jetzt Interesse an dem Schwein oder nicht? Klingt nicht schlecht. Sehr schön. Macht 250 Goldmünzen. Das ist mir zu viel. Vergiss das Geschäft. Zu viel? Du willst mich wohl beleidigen? Aber bitte, wer nicht will, der hat schon. Wie läuft die Schweinezucht? Ist ein hartes, aber ehrliches Brot, was du dir damit verdienst.
Seit die Schatten sich auf der Eisenbucht breit gemacht haben, ist es nicht einfacher geworden. Aber bevor ich denen auch nur eines meiner Schweine opfere, kriegen sie es mit mir zu tun. Hast du Kontakt zu den anderen Höfen? Nicht viel. Aber ab und an bringen die Dämonenjäger Neuigkeiten mit, wenn sie ihr Fleisch bei mir kaufen. Nur würde ich auf die Neuigkeiten gern verzichten. Hörst ja doch nichts Gutes von da draußen. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Fleischfresser lernen. Heile durch das Essen von rohem Fleisch. Okay. Zeig mir, wie ich rohes Fleisch essen kann. Alles klar. Alles klar. Ja, eigentlich auch ganz simpel. Aber ich habe jetzt schon wieder eine Quest abgeschlossen mit Fleisch. Merkwürdig. Mal gucken. Wir hatten ja hier hinten noch den Logan liegen. Hey, was ist? Ich sehe mich nur um. Aber sicher doch. Und wenn du fertig bist, ist unser Fleischvorrat weg und ich muss Überstunden schieben. Von wegen. Also komme nicht so. Kann es sein, dass du Fremde nicht magst? Du ja nicht. Warum auch? Haben kaum eine Münze in der Tasche und wenn's doch so sein sollte, ist die bestimmt nicht ehrlich verdient. Nee, bleib mir weg mit dem Pack. Dich beklaut schon keiner. Du hast leicht reden. Du musst... Moment mal! Versuchst du mich zu bestehlen? Ach was... Was du auch vorhast, vergiss es. Mich legt man nicht so leicht aufs Kreuz. So, wenn du sonst keine Fragen mehr hast, ich hab noch zu tun. Jetzt haben wir ihn schon die 80 Gold weggeklaut. Bewachst du hier den Hof? Sieh so aus. Meine Aufgabe besteht darin, die Schweine zu füttern. Und wenn ich damit fertig bin, muss ich den Mist wegschippen, den sie gefressen haben. Alles Scheiße. Der Kreislauf des Lebens. Faszinierend. Ach ja, wir können gerne tauschen. Ach nein. Ich glaube, du bist hier ganz gut aufgehoben. Okay, na dann, gute Nacht. Aber hättest du dir nicht noch ein Bett irgendwie gönnen können oder so? Wenigstens so eine kleine Strohmatratze? Wer weiß. Na gut. Ja, hier auf dem Hof ist ja jetzt nicht so viel Interessantes gewesen, bis auf Fleischfresser. Aber na gut, wir haben ja jetzt eigentlich auch immer noch genug Proviant. So, mal gucken. Wenn wir jetzt hier hochgehen, hier waren wir ja auch noch nicht. Könnten wir doch hier einmal kurz rum und mal gucken und so. Warum nicht? Wir müssen uns ja sowieso noch alle Höfe angucken. Überall einmal kurz durch. Vielleicht findet man ja nochmal was Interessantes hier. Ist aber auch ein schöner Wald hier. So, also es geht hier einmal hoch und einmal runter. Und was haben wir denn da? Drachenschnapper. Achtung, jetzt komme ich! Okay. Ah, kritisch. Na komm. Gut so. Und ich kann meinen Einfluss steigern. Ich wollte dir was übrig lassen, aber der hätte mich sonst angegriffen. So, Fleisch kriegen wir jetzt hier wirklich sehr gut. Sieht hier so interessant aus. Als wenn hier irgendwie nochmal was versteckt sein könnte. Na gut, bevor ich da jetzt hochgehe, gehe ich nochmal auf der anderen Seite hier so ein bisschen im Wald entlang. Um die fette Grabspinne zu finden. Na komm. Hast du gut gemacht bei uns. Bin stolz auf dich. So, aber auch sonst nichts weiter hier. Halt. Ah ne, das Blümchen kann ich nicht aufheben. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hinten und weiter lang. Ich glaube denn noch nicht, dass es hier war. Wir werden hier bestimmt noch das eine oder andere Geheimnis lüften können. Na, zum Beispiel wie Proviant und einen Varan. Schlage ich ein paar Schädel an. So. Und tschüss.
Ein toter Varan ist ein guter Varan. Mhm. Oh, da haben wir schon wieder Termiten. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Ich weiß, dass sie Gift spuckt. Aber diesmal nicht, oder was? Na gut. Na, dann kommt mal her. Oh, 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 oh. Da sind ja mehrere da. Au. 10 Kilometer weggeschossen. Gut geflogen ist es auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt da oben? Da haben wir jetzt noch einen dicken. Ein Rammer. Ah, langsam vorschleichen. Feuer! Na komm. Und tschüss. Wir müssen ja unseren Ruhm wieder steigern hier. Na, bist zurückgewichen, hä? Okay, da hinten sind glaube ich noch mehr Drachenschnapper, so wie es aussieht. Jetzt haben wir ihn. Halt, 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 halt. Okay. Der ist erstmal nicht lootbar. Ich krieg meine Waffe was zu tun. Ja, komm bei uns. Der war knapp. Das klappte gerade so. So, dann nehmen wir uns hier die Zähne und die Zunge mit. Da haben wir gleich den nächsten Vogel. Na komm. Ich will noch nicht meine gute Knarre verwenden. Der hat auch gut gesessen. So. Hallo Vögelchen. Achtung, jetzt komme ich. Ach, der kann hier hoch. Der kam ja hier hoch. Haben wir jetzt noch irgendwas Interessantes? Da ist noch ein Vögelchen. Da hinten haben wir haufenweise Spinnen. Was los, Vögelchen? Oh, oh. Oh, ich hänge hier fest. Na, jetzt hänge ich am nächsten Stein fest. So. Ja, die mag ich auch nicht. So, nehmen wir dich mit. Dich mit. Und hier hinten müsste ja noch der andere zu holen sein. Ja, das Stein einfach so im Wasser. So, dann holen wir dich noch aus. Also bis jetzt läuft es ja goldtechnisch an und für sich ganz gut. Essenstechnisch auch. Also Sorgen muss ich mir jetzt gerade nicht wirklich machen. War hier nicht noch eine Spinne? Ja, da ist sie auch. Na komm. Hoch hier. Das Opferfleisch muss halt auch mal ausgegeben werden. Jetzt schlage ich ein paar. Da ist noch eine. Und tschüss. Ist ja heute richtiges Leveling hier angegeben. So, jetzt sind wir aber auch schon auf der anderen Flussseite. Das wollte ich ja jetzt eigentlich nicht. Ich wollte ja erstmal schauen, dass wir oben rum lang gehen. Ich wollte ja jetzt hier noch gar nicht über den Fluss hüppeln, aber da ist noch eine Hütte. Na komm, die Hütte kann man sich ja mal angucken. Oh. Nein.
Ja, ich darf ja hier nicht mit der Flinte kämpfen. Das vergesse ich jedes Mal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Und ich werde mal gucken, dass wir sie dann beim nächsten Mal wieder wegmachen. Also, schaltet wieder ein und bis dann.